think you should be. Hey und willkommen zu einer neuen Folge Ganz auf Boom. Ich habe heute eine Challenge für euch und zwar folgende Challenge. Wir versuchen heute 5 Kills in einer Runde zu schaffen. Klingt jetzt erstmal richtig einfach, ist es aber nicht, denn ich spiele mit den Anfangswaffen. Sprich, ich habe die Dawn als Sturmgewehr, ich habe die Büffel, ihr seht sie schon, als MG und ich habe die Todesurteil vor allem, das ist das Tragischste, als Schrotgewehr, da werde ich wahrscheinlich gar nicht mit klarkommen, denn mit der Sunny bin ich gewohnt, dass ich wirklich ein paar Hits brauche. Ich werde jetzt wahrscheinlich 6-7 Hits oder so pro Gegner brauchen, normal sind es 3-4. Das ist natürlich jetzt eine Umstellung. Ich bin mal gespannt, ob wir das Ganze packen können. Ich stelle es mir auf jeden Fall schwierig vor, 5 Kills hört sich richtig wenig an und schaffe ich sonst eigentlich auch immer in jeder Runde. Da müsste es schon richtig schlecht laufen, um das nicht zu schaffen, aber es ist jetzt natürlich was ganz anderes. Und ja, es könnte frustrierend werden, glaube ich. Ihr könnt mir aber gerne mal einen Daumen nach oben da lassen, wenn euch solche Challenges gefallen, wenn euch diese Challenge gefällt und wenn ihr generell mehr Challenges sehen wollt. Und ja, das sind so Kills, da frage ich mich dann auch, muss ich die mitnehmen oder kann ich mir das überhaupt erlauben, dass ich da den Kill nicht bekomme? Das ist natürlich auch so ein Ding, da habe ich ja gar keinen Einfluss drauf, ob den Kill jetzt mein Gegner bekommt oder ich. Aber was ich nicht verstehe, ist, wo die Gegner überhaupt sind. Da haben wir einen Kill gemacht. Ich muss sagen, noch nie hat mich so ein billiger Kill so gefreut. Und da holt er uns direkt weg, aber was will man machen? Er hat eine Renegade 4, die ist normal gegen mich als mit einer Sunny schon stark, aber so bin ich da absolut chancenlos. Ich hatte noch wenig Leben und vor allem, wenn ich so viele Hits brauche, dann muss ich schon fast im Vollbesitz meiner Leben sein, um da überhaupt irgendwas reißen zu können. Ich denke auch, dass wir viele Heilpillen und so einsetzen werden müssen und ich versuche mich jetzt mal an mein Teammate ranzuhalten, weil wenn der hier irgendwo uns schon eine Vorlage macht, dann haben wir vielleicht doch noch eine Möglichkeit. Bekommen hier jetzt sogar so den Kill, sind jetzt bei 2 Kills, 107 Punkte sind erst gefallen für unser Team und wir führen, das heißt, wir haben noch genug Zeit, es ist gerade mal irgendwie ein Viertel des Matches vergangen oder so, noch weniger, ein Fünftel und es könnte noch klappen, also ich bin da jetzt optimistisch, muss man wahrscheinlich auch, aber ich glaube, es könnte richtig spannend werden. Er hier steht so richtig dämlich rum und dann kommt er von hinten und wir nehmen ihn mit. Leute, wann habe ich mich schon mal so gefreut, ihr habt es an meiner Stimme gehört, über einen billigen Kill, aber wir haben ihn mitgenommen. Das war ja wirklich richtig krass. Ich weiß nicht, ob es ein Kopfschuss gewesen ist, aber es hat sich auf jeden Fall richtig toll angefühlt, ihn da so mitzunehmen, der uns von hinten da angegriffen hat. Und ich bin mal gespannt, er wird sich jetzt wahrscheinlich nicht nochmal mitnehmen lassen. Nein, das macht unser Teammate, das ist natürlich auch ein bisschen tragisch. Weil der war echt low und das hätte vielleicht nochmal einen schönen Kill geben können. Dann wären wir hier ganz früh mit der Challenge fertig gewesen. Das wäre natürlich dann ein Riesending gewesen. Ich bin echt gespannt, ob wir das Ganze packen können. Aber da haben wir wieder einen mit. Also langsam aber sicher glaube ich wirklich daran, dass wir es schaffen. Wir sind bei 4 Kills, Leute. Es ist nicht mal die Hälfte des Matches ist um. Und wir haben 5 Kills schon erreicht. Ich bin echt, 4 Kills schon erreicht. Und ich bin jetzt echt optimistisch, dass wir das Ganze schaffen können. Aber genauso gut können wir es natürlich nicht schaffen. Und da ist das Ding. Da haben wir direkt einen Doppelkill rausgehauen. Also Leute, wir erhöhen jetzt einfach die Challenge auf 10 Kills. Wenn wir das schaffen, dann können wir uns eigentlich direkt einen Legendenstatus verleihen, Leute. Das ist jetzt wirklich unglaublich krass, was hier abgeht. Da kommt noch ein Gegner. Wenn wir den mitnehmen würden. Meine Güte, das war jetzt knapp. Aber Leute, wir liegen bei 7. Wir führen in unserem Team. Wir haben die größten Noob-Waffen ausgerüstet, die man so spielen kann auf diesem Level. Und dann führen wir einfach. Ich meine, was ist das für eine Challenge? Das ist hier absolut verrückt, was hier abgeht. Und dann holt er uns. Dann holt er uns weg mit seinem Messer. Ja gut, das war nicht ganz glücklich. Aber man muss auch sagen, wir haben schon so viel erreicht. Ich bin so begeistert gerade. Und wir sind Erster in unserem Team. Da muss man sich als Teammates von mir natürlich auch mal Gedanken machen. Aber wir haben den nächsten Kill mitgenommen. Und vielleicht knacken wir noch die 10 Kills. Dann wird die Quest einfach aufgestockt. Ganz egal, Leute. Ist ja einfach der Oberhammer. Ich lege mir jetzt einfach 10 Kills als nächstes Ziel fest und da bin ich echt gespannt, ob wir das noch schaffen können, aber es sieht gut aus. Es ist zwar nicht mehr viel Zeit zu spielen, aber es wird auf jeden Fall bis zum Ende gehen und da haben wir den nächsten und wenn wir den jetzt noch genommen hätten, dann wäre ich aber ausgerastet, das könnt ihr mir glauben. Wir haben aber 9 Kills am Start, es könnte noch klappen, 1 Minute 20 ist noch. Wenn wir jetzt noch einen schaffen, das wäre wirklich unglaublich. Ihr merkt das, wie enthusiastisch ich gerade bin, wie ich mit dem Ganzen mitfühle, aber es macht gerade so Spaß, einfach sowas auszuprobieren. Schade, ich dachte schon, es wäre der entscheidende Kill, aber nein. Oh, das war jetzt gerade natürlich unglücklich. Ich lade mal nach. Ich bin mal gespannt. Wir bräuchten jetzt wahrscheinlich wieder volle Munition gegen ihn hier. Und dann holt er uns weg. Das ist natürlich tragisch. Das waren da gerade 2 Dinger, die auch genauso gut meine hätten werden können. Man muss auch sagen, es ist
echt schwierig mit diesen Waffen. Also das merkt ihr vielleicht auch. Und ich bin echt überrascht von dem, was hier gerade abgeht. Aber es ist trotzdem, nichtsdestotrotz, ist es unglaublich schwierig. Und er holt uns weg, er holt uns weg. Es sind noch 38 Sekunden, es wird knapp. Solange wir das Ganze gewinnen, bin ich aber relativ glücklich. Dann behalte ich auf jeden Fall meine Trophäen. Aber ob wir die 10 noch schaffen, das ist wirklich spannend. Und ich denke, das ist auch eine gute Entscheidung von mir gewesen, das Ganze auf 10 aufzustocken. So wird es bestimmt nochmal eine Runde spannender. Nein, nein. Leute, 18 Sekunden, ich möchte noch einen mitnehmen. Bitte, bitte, lasst mich nochmal raus. Lasst mich noch einen Versuch versuchen. Meine Güte, ich will einen mitnehmen. Wo ist er? Nein, er holt uns. Das war's mit der Challenge, Leute. Wir haben das Ganze mit den 10 Kills nicht geschafft. Wir können trotzdem mega zufrieden mit uns sein. Es war am Ende dann vielleicht doch eine Spur zu schwierig, noch 10 zu schaffen. Vielleicht habe ich meine Erwartungen zu hoch gesetzt. Es sah auf jeden Fall gut aus. Die Challenge haben wir auf jeden Fall locker gemeistert. Wir haben zwar minus 90 Trophäen bekommen, was ich echt eine Frechheit finde. Weil ganz ehrlich, Leute, minus 90, man bekommt manchmal plus 60, plus 40 für einen Sieg. Aber minus 90, wie soll man denn da hochkommen? Ganz ehrlich, das ermöglicht es uns dann auch nicht so oft, solche Challenges zu machen. Aber ich meine, ich habe jetzt mal auf die Trophäen geschissen für diese Runde. Wir haben es auf jeden Fall richtig gut hingekriegt. Und ich denke, es war wirklich unterhaltsam. Vor allem, ich konnte richtig mitfiebern. Am Anfang habe ich mich richtig gefreut. Ich habe mich aber wirklich gefragt, ob das Ganze was wird. Und jetzt hat es so furios geklappt. Also lasst auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben da, wenn euch das Ganze gefallen hat. Ein Abo, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Und schreibt mir weitere Challenge-Ideen in die Kommentare. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, haut rein. Tschüss.